jetzt. Peinliche Eltern, nervige Geschwister, eben eine ganz normale Familie. Live Bites, gleich bei Kabel 1. Mama, wir müssen mit dir reden. Ich habe ein Alibi, ich war's nicht. Mir schmecken die Dinger noch nicht mal. Also wir wollten eigentlich über unser Taschengeld reden. Ein Glück, genau. Ich dachte schon, es geht um die Gummibärchenpackung auf eurem Schreibtisch. Ach, du hast sie weggefuttert. Nein, nicht direkt. Also fast. Ich meine, nicht alle. Genau genommen habe ich nur ein einziges Gummibärchen genommen. Gut, vielleicht 3 oder 5. Maximal 18, aber nicht die ganze Packung. Ja, die ganze Packung. Wie viel Taschengeld wollt ihr denn nun? Ja, also mehr als bisher. Genau, weil 10 Euro in der Woche, das reicht einfach hinten und vorne nicht. Ja, das kann ich gut verstehen. Wisst ihr was? Ab sofort bekommt ihr 40 Euro im Monat, meine Lieben. Deal? Wow, cool, Deal, natürlich. Danke, Mama. Na, hier ist aber gute Laune. Ja, wir haben auch eine Taschengelderhöhung bekommen. 40 Euro im Monat. Also umgerechnet 10 Euro pro Woche. Ja, Deal ist Deal. Jemand Gummibärchen? Ich. Du, Nina, ich brauch mal deinen Rat. Ja, es sieht cool aus, wenn du das T-Shirt über die Hose trägst. Ja, willst du mich das eigentlich noch fragen? Ja, genau. Nee, ich brauch mal deinen Rat in puncto Frauen. Ich werd verrückt. Mein Bruderherz ist verliebt. Genau. Nein, Quatsch, ich bin nicht verliebt. Oh ja, natürlich, totaler Quatsch, verstehe. Also nehmen wir mal an, du bist nicht verliebt. Wofür brauchst du denn dann meinen Rat? Ich muss jemandem etwas sagen. Das klingt noch nicht nach dem komplizierten Teil der Geschichte. Doch, weil eigentlich ist es mehr ein Gestehen als ein Sagen. Das klingt langsam spannend. Ich weiß nämlich nicht, wie ich's ihr beibringen soll. Bruderherz, hör auf deine Schwester. In solchen Dingen kenne ich mich aus. Sag sie einfach gerade heraus und du wirst ihr Herz erobern. Wenn du meinst. Okay. Nina, ich habe deine Robbie Williams CD verloren. Es tut mir leid. Jetzt ist es raus. Puh. Na, habe ich dein Herz erobert? Ja, sehr witzig. Was? Hitzig? Versteh dich so schlecht. Du solltest deiner Mutter dankbar sein. Was? Wofür? Dann, wenn ich jetzt mein Geld nicht mehr in der Disco ausgeben muss, weil ich den Hörschutz hier billiger krieg. Nein, dankbar dafür, dass ich dich rechtzeitig geweckt habe, du pünktlich in die Schule kommst und keinen Verweis kassierst. Ach, danke, Mama, dafür. Nur blöd, dass heute Samstag ist und ich gar keine Schule hab. Darf ich auch mal spielen? Ja, okay, mach dich fertig. Wie bitte? Ich glaub's nicht. Rainer, Sie haben keine Ahnung, wie lange ich auf diesen Tag gewartet habe. Oh, endlich darf ich auch mal spielen. Was ist denn mit Ihnen los? Ach, nichts, gar nichts. Meinen Sie? Ach, nein, es ist nur so, aber... Ja, ich weiß, das ist für euch schwer zu verstehen, die ihr so jung seid, aber... Ich fühle mich manchmal auch sehr einsam, wenn ich hier so allein auf der Bank sitze. Einsam? Übertreiben Sie nicht ein wenig? Ich bin nur einen Schritt entfernt. Ja, ein kleiner Schritt für dich, aber ein großer Schritt für die Einsamkeit. Aber es ist nur ein Volleyballspiel. Ja, das ist es ja eben. Du nimmst das Spiel ernster als mich. Komm, geh. Lass mich allein. Trainer, ich denke nicht, also ich glaube... Na gut, dann bleibe ich noch ein bisschen bei Ihnen. Schön, Mina. Danke dir für dein Verständnis. Los, ihr faulen Hühner, hopp. Das ist kein Kaffeekränzchen. Attacke! Also jetzt muss ich irgendwas verpasst haben. Ah.
Papa? Ich hab die Gummibärchen nicht gegessen. Oh, geht es in diesem Haus nur noch um Gummibärchen? Natürlich nicht. Na also. Ich mag Schokolade sowieso viel lieber. Papa, wir haben ein ernsthaftes Problem. Mama hat uns betrogen. Na, besser euch als mich. Papa! Das war nur ein Scherz. Also, was ist passiert? Also, wir wollten mehr Taschengeld von Mama haben. Und dann hat sie uns betrogen und jetzt will sie die Abmachung nicht mehr rückgängig machen. Okay, wir spielen's aus. Wenn ihr gewinnt, mache ich die Abmachung für euch rückgängig. Und wenn ich gewinne, bleibt alles so, wie es ist. Deal? Deal. Deal. Schnipp, schnapp, schnapp. Yes, gewonnen. Wie viel Taschengeld kriegen wir jetzt, Papi? Na, 10 Euro die Woche, wie vorher auch. Wir haben ja nur um die Abmachung gespielt. Die ist jetzt hinfällig. Von Taschengelderhöhung war niemals die Rede. Aber dann bleibt ja alles beim Alten. Aber nein. Immerhin habt ihr das erste Mal beim Spielen gegen mich gewonnen.